Nora, du bist schwanger. Gehen wir jetzt neue Jeans kaufen? Ein Film, den man aushalten muss. Das Drama Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern fordert den Mut und die Schamgrenzen seiner Zuschauer heraus. Es geht um die erwachende Sexualität und die Schwangerschaft eines geistig behinderten Mädchens. Ein starkes Kinoerlebnis, über das man lange diskutieren kann. Tut mir leid, dass ich Ihnen Angst gemacht habe. Da war Blut auf dem Umschlag. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt und gewünscht hätte. Das tut mir leid, aber ich habe jetzt die Verantwortung für dieses Kind. Daran lässt sich nichts ändern. Eiskalt und vorhersehbar. Die Tragikomödie Mädchen im Eis bringt die Befindlichkeiten im heutigen Russland voller groteskem Humor auf den Punkt. Schrullige Protagonisten schmieden listig Allianzen, genießen heiße Nächte, opfern letztlich sich und andere, bis alles in einem großen Knall eskaliert. Wir wollen uns Drogen kaufen. Vielleicht auch ein Puff. Na, meinetwegen. Ich glaub, mir ist schlecht. Boah, riecht's voll nach Kotze. Schlammcatchen, Drogenbosse und schweres Kriegsgerät. Auf der Klassenfahrt nach Prag geht's in der Schülerkomödie Abschlussfahrt. Vier ist einer zu voll, turbulent zu. Witzig ist das jedoch selten. Die Schraube der Verrücktheiten wird bis zur abstumpfenden Beliebigkeit überdreht. Ich habe Ihr Buch gelesen. Haben Sie von Anfang an darüber berichtet? Eine englische Studentin wurde in Siena ermordet. Schuldig oder unschuldig, neutral bleiben geht nicht. Bei einem Engelsgesicht denke ich immer an Elizabeth, aber ihr meint alle Jessica. Sie ist die Story. Basis war sie's nicht. Der Mordfall Amanda Knox beschäftigt die Öffentlichkeit seit Jahren. Im Mittelpunkt stand bislang die vermeintliche Täterin. Michael Winterbottom kümmert sich im Thriller Die Augen des Engels lieber um das Opfer und die sensationslüsternen Journalisten. Und zeigt Daniel Brühl als Filmemacher mit Sinnkrise.